willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier mit dem Herrn Pusch. Guten Tag. Wie war dein Vorname nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Horst. Ah, Horst. Mensch, mein Gedächtnis. Oh. Das ist ein nicht weit verbreiteter Name. Ja, früher schon mehr wie heute, ne? Ja, kommt so ein bisschen mehr aus der älteren Region. Ja. So. Eigentlich warte ich auf den Müller, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich muss eigentlich los. Und er muss eigentlich auch los, naja. Ja, ich wollte eigentlich zum Müller nehmen. Wollte er mich eigentlich springen. Warte mal, da könnte ich dich... Warte mal. Ist da noch jemand da? Weiß ich gerade gar nicht. Oder ob der... Ist der heute alleine? Ich könnte dich hinbringen, weil da wollte ich eigentlich auch noch Saat... Wobei... Warte mal, ich rufe den mal gerade an. Ja. Müller. Leon. Nein. Neumann. Hallo, hier ist der Neumann. Neumi, servus. Bist du bei dir oder bist du schon unterwegs? Also ich bin jetzt unterwegs zum Hof, ja. Okay. Zum Hof oder zum Kaffee? Ach so, ach ja. Ja, da war was, ne? Ja, ich fahre jetzt. Ich bin jetzt unterwegs. Bin am Telefon. Dann treffen wir uns einfach beim Kaffee und ich bring dir noch jemanden mit, der dich gern kennenlernen würde. Okay, hört sich gut an. Der Müller bringt dir mit. Und dann jo. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Müller, wir müssen los. Wohin? Achso. Zum Kaffee. Nimmst du den Herrn Pfusch mit? Ja, ja. Weil der Neumann kommt ja auch hin. Dann kannst du gerade mitkommen. Ja. Musst du halt beim Fendt mitfahren. Bei wem? Och nee. Tschüss. Was ist denn das für eine grüne Schüssel? Och nee, fährt er mit Deutz darunter, ey. So, nochmal gerade mal sputen hier. So. Müssen wir nämlich los zur Gemeinderatssitzung. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu besprechen. Und danach holen wir eben Saatgut, das passt dann auch. Volldampf hier. Ja, der Herr Pfusch, der hat auf jeden Fall Ahnung. Das habe ich beim Gespräch gestern schon mitgekriegt. Also der wird eine richtige Bereicherung für die Gemeinde sein. Und da könnt ihr mich auch wahrscheinlich zeitweise mal beraten hier. Ich weiche mal gerade den Blitzer da hinten aus. Auf den habe ich gar keinen Bock. Ich glaube, ich muss erst die nächste rein. Da steht er mir im Weg, ey. Ist er mir direkt hinter die Maschine gefahren. Eieiei. So. Es wird spannend, wenn der Verkehr hier noch kommt. Oh Gott, das ist aber fast ein bisschen zu heikel hier mit dem Trecker. Ich park mal.
glaube, ich parke beim Edeka drüben. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel hier. Da parke ich beim Edeka, das ist ein bisschen angenehmer. Die denn? Machen die noch Rundfahrt oder was? So. So, dann warte ich mal auf die. Hey! Hä? Das ist Einbahnstraße, bist falsch gefahren. Scheiße. Eieiei. Hat doch keiner gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ja, ich wollte jetzt nicht noch einmal hier um den Kreis fahren. Aber schönen Brunnen haben wir eigentlich hier. Ja. Ist sogar Trinkwasser. Das Grünfelder Land halt. Wir können es uns leisten. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Neumi bald kommt. Ja, der Neumann, drehen sie sich einmal um 180 Grad. Ah, der kommt wenigstens mit dem richtigen Gefährt hier. Ja, ich habe ja zurzeit kein Auto, weil die Polizei oder die Behörden das nicht gebacken bekommen. Dann musst du dich halt wieder drum kümmern. Ja, ich hab da ja schon vor. Ich war ja letzte Woche nicht da. Da habe ich schon ordentlich Druck gemacht. Nein. Heute werde ich es nicht mehr machen. Hallo, Herr Norman. Hallo. Kurze Informalien, das hier ist der Pfusch. Ah, Mahlzeit. Moin. Das war der, wegen dem ich Sie gefragt habe. Ah, okay. Jo, die Margret hat bestimmt einen Kaffee, oder? Ja. Ich könnte noch einen brauchen, weil der beim Müller war nicht so. Ja, der war heute schon von heute Morgen. Aha, alten Kaffee bietet er uns hier an. Deswegen war das so kalt. Ja, ja. Aber kalter Kaffee und so, Schönheit. Funktioniert nur bei mir nicht mehr, aber anderes Thema. Hab ich genug. So, wir hätten zwei, drei Dinge im Gemeinderat zu besprechen. Mhm. Hören Sie einfach mal weg, Herr Pfusch. Naja, hör gar nicht zu. Was war's denn? Nummer 1? Da legt der Weile mal den Traktor da vorne. Jo, mach mal. Machen hoffentlich kaputt, ey. Inspiziert. Achso, okay. So, Nummer 1, Subventionen bezüglich Fabriken. Wir müssen da ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Das stimmt. Ich habe ja gehört, dass die Produktion nicht so gut weggehen. Ja, es braucht halt viel Kapital. Und das ist das Problem. Frage. Was sind denn noch frei? Also, Och, Jung. Jedes Mal dieselbe Leier. Beweg dein Hintern zum Gemeindehaus und guck in die Unterlagen. Ja. Eieiei. Wenn du mir nie den Schlüssel gibst. Du hast selber einen. Wenn du den verschlammt hast, dann musst du dir einen nachmachen lassen. Das kostet aber. Das sind Zentralschlösser. Wir können nicht alles austauschen. Na gut, fangen wir an. Ja, also, irgendwelche Vorschläge, wie man da den Leuten unter die Arme greifen können? Erlass der Mehrwertsteuer. Also, dass die Mehrwertsteuer quasi die Mehrwertsteuer von 10% sozusagen als Erlass ist. Also. Mhm. Subvention würde ich eher sagen. Also, dass sie generell weniger zahlen müssen, dass man generell weniger zahlen muss. Ja, genau. Ja, das hatte ich auch gedacht. Ich dachte so an sogar eine ordentliche Spritze von 25%. Ui. Ja. Was sagt denn eigentlich gerade die Stadtkasse? Ne, die Stadtkasse wird sich schon wieder füllen. Das ist nur ein Ding der Zeit. Ja, Also ich finde es halt ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, wir lassen die Mehrwertsteuer weg oder die Umsatzsteuer. Dann verdient die Gemeinde ja wieder gar nichts mehr dran. Das stimmt natürlich auch. Also im Prinzip wäre es dann 25% Subvention, wie Sie gesagt haben, aber dann eigentlich nur 15%, weil man ja wieder 10% Mehrwertsteuer abdrücken muss. Naja, die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer zahlst du ja dann auf die 75% des effektiven Wertes. Von dem her zahlst du da ja auch nochmal weniger. Ja, also. Ja, wer ist denn eigentlich Protokollant hier? Neumi. Nee, also ich hatte eher an ihn gedacht. An wen? An Herrn Neumann.
Ja, mach das mal aus. Ich mache gerade die Gesprächsführung, da kann ich nicht auch gleichzeitig Protokoll schreiben. Ja, Lukas. Ja, Herr Norman. Schnick, schnack, schnuck, auf geht's. Schnick, schnack, schnuck, los. Ach, ich habe keine Zeit, ich mach das, meine Güte. Das findet sich immer ein Dummer. gut, dann hätten wir das schon mal. Hältst du das fest? Also, das mit den 25%. Ja. Gut, dann hätten wir noch die Felder. Verkäufe. Das ist auch ein bisschen schleppend, dass sich da Neuanschaffungen tun. Da sollte man auch ein bisschen subventionieren. Ja, zumindest. Also warte mal, wie lange machen wir denn die Gebäudesubventionierung? Ich würde 2 Wochen sagen, weil diese Woche sind ja noch nicht alle da. Ich glaube, die Blaubeeren würden. Ja, wir können auch einen Monat machen, hab da nichts dagegen. Ja, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Weil ich meine, nicht jeder hat jetzt schon genügend Kapital, dass es sich dann. Ja, vor allem bei manchen steht dann ja die Ernte an, kommt wieder Geld rein. Ja. Also machen wir 4 Wochen, Neumann. Ja. Sind wir nicht so pingelig. Übrigens, guck mal nach oben. Ja. Ja, es hat aufgehört zu regnen. Jo, hast du ja schon einen angesetzt auf mein Feld? Nee, ich habe noch andere Aufträge zu tun. An Ernten. Wer ist dein wichtigster Abnehmer? Oder Auftraggeber? Das Problem ist, du hast als letztes den Auftrag reingegeben. Oh, Mensch. Okay, egal. Zurück zu den Feldern. Hallo, wie läuft's eigentlich bei Ihnen? Das kannst du nachher schnacken. Okay. Zu den Feldern. Also das Problem ist, der Landhandel hat ja gemeint, oder das LU hat gemeint, wenn es nicht bald besser wird, dann bricht uns der Zweig auch weg, weil dann können sie ihren Betrieb nicht mehr halten. Ja. Das habe ich ja richtig verstanden, Neumann, oder? Ja, genau. Genau. Ja. Müsste man ein bisschen gucken, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, damit das LU auch Geld verdienen kann. Naja, wir müssen. Und da wäre halt die Option, dass wir sagen, wir pushen ein bisschen den Feldbetrieb oder die Feldeigentümerschaft. Und dadurch gibt es dann auch mehr Aufträge wahrscheinlich ans LU. Ja, weil nicht jeder sich dann gleich die Maschinen leisten kann. Genau. Und vor allem auch zeitlich. Soll ich das eigentlich in den Stadtanzeiger reinschreiben? Naja. Das schreibst du nachher, das Protokoll schickst du rum. Ja, und ab wann machen wir es gültig? Ab diese Woche? Also ja, heute? Ab sofort. Ja, dann schicke ich das in den Stadtanzeiger. Ja, ja, mach das besser. Ich würde sagen, dass man auch die Pacht vielleicht ein bisschen, also die Pachtgebühr ein bisschen senkt. Ja, da hat der Jürgen mich angerufen und mir gesagt, er hätte da einen Vorschlag. Und zwar, dass es eine feste Pachtgebühr gibt von 2000 Euro, die an sein Vermittlungsbüro gehen, weil er das ja eintragen muss und alles. Mhm. Und die Pacht aber auf 5% reduziert wird. Statt, also wie viel haben wir aktuell? 10. Für 2 Ernten. Ja, fände ich eigentlich, glaube ich, sogar ganz gut. Also das. Und dann wären es 5% für 2 Ernten. Ja. Bei Vermittlungsgebühr Kauf würden 5%, 5.000 an den Jürgen gehen. Zum Eintragen, Notargebühren und bla. Ja. Was da halt alles so anfällt. Und auch 5% des Kaufpreises nochmal als Steuer an die Gemeinde. Naja, aber noch eine andere Frage. Ja. Wie schaut denn das eigentlich aus, wenn ich die Pacht jetzt bei einem Feld verlängere? Kassiert der Resex dann wieder seine Vermittlungskosten ab? Naja, er muss es ja neu eintragen. Eigentlich schon. Ja. Mit den Feldern, um da nochmal zurückzukommen. Mhm. Ist das Subvention auch, oder? Wie meinst du Subvention? Nachlass, also. Ja, dass die Stadt halt was bezahlt. Ach so, ja, also, das hat mir ja gesagt. Nur wie viel Prozent denn? Das müssen wir noch festlegen. Auch 25%? Ja, was denkt ihr? Ist das okay? Ja. Ich meine, das ist ja jetzt erstmal begrenzt auf einen Monat. Oder auf die 4 Wochen. Ich denke, das wäre okay. Ja, glaube ich. Ja. Ja, dann machen wir das auf 25%. Und jetzt fällt mir gerade ein, bei einem Kauf wäre ja die Provision dann nur noch interessant für den Jürgen.
von den 5000 Euro. Ja. Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, passt mir das recht gut in den Kragen, dass Feldpreise gesenkt werden, weil ich bin, ich werde wahrscheinlich dem nächsten Feld kaufen. Ja, du, dich muss ich auch noch anhauen. Da kommt noch was auf dich zu. Deswegen? Jetzt quatsch mal nachher. Okay. Okay. Gut, dann habt ihr noch Themen? Eigentlich läuft ja sonst so. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass es irgendwo nicht läuft. Ah, doch, eine Sache habe ich noch. Warte mal, muss man gerade überschlagen. 4 bis, also wenn der Vertrag jetzt ausläuft, was wir gerade beschlossen haben, dann sollte man auch mal wieder eine Gemeinderatswahl machen. Oh ja, da freut man sich drauf. Ja. Ja, also ich habe jetzt schon mal eine Anfrage gekriegt, ja, also wir müssen ja auch gucken, dass die Bürger jetzt nicht denken, wir wollen hier diktatorisch herrschen, sondern dass wir hier halt schon gucken, dass die auch wieder beteiligt werden. Ja, oder wir fragen einfach auch mal, können wir auch so mal machen, ob die Bürger mit uns eigentlich zufrieden sind oder ob es noch Verbesserungsvorschläge gibt. Das würde uns ja ganz gut für den Wahlkampf zukommen. Das Ganze machen klingt aber ein bisschen komisch dann. Also ich werde mich wieder aufstellen lassen, was passiert, ist mir relativ. Also so. Also man kann mal allgemeine Zufriedenheit, damit wir ein Wahlprogramm machen können, also beziehungsweise. Das kannst du für dich machen. Ja. Also ich denke, da sind wir alle unabhängig. Das kann jeder für sich machen. Ja. Okay. Gut, dann wären wir fertig. Ja. Das passt mir ganz gut im Kram. Ich muss los. So, tschüss. Okay. Tschüss, Horst. Tschüss. Was hattest du noch? Horst. Tschüss. Achso, Ciao. Ich wollte mich eigentlich bei Ihnen im LU bewerben. Ja, klären wir im Auto. Weiß ich ja. Tschüss. Tschüss. Jo, was? Warte mal kurz. Warte kurz. Also. Muss kurz meinen Kuchen essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.